So, ich hab's geschafft, da runterzukommen, aber frag dich, es war gar nicht so einfach. So. Jetzt sind wir hier im Wasser gelandet. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Geht's schon mal raus, das ist gut. Bringt uns bloß nichts, weil wir wieder rein müssen. Davon aus, da geht's dann weiter. Oder auch nicht. Hier kommen wir nicht hoch. Ach, komm schon. So. Hier lang. Hier liegt was, oder? Liegt da was? Ja, da liegt ein Schatz. Gibt es hier auch nicht zu finden. Ah, okay. So. Ordnung. Sind wir denn hin? Von da oben sind wir runtergekommen. Flachkörper. Wo müssen wir denn hin, Nathan? Sag's uns. Ein Hinweis. Schwimmen Sie durch den Unterwassergang. Ja, da kann ich natürlich übers Wasser lang suchen, ne? Da jetzt runter? Schwimmen wir einfach mal da lang. Okay. Sind wir hier bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setze keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden es beenden. Sorry, Mann. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier.
Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Interessant. Hat wohl jemand Schiss? So, wie kommen wir hier weiter? Ist offen. Ah, ist das Schiff. Was du auf Lager hast, Captain Avery. Das Ende eines Diebes. Okay, dann bin ich mal gespannt jetzt. Alter, ist schon überwältigend, ne? Muss ich da jetzt rüberschwimmen oder was? Oder wie sieht's aus? Scheint wohl so. Dann schwimmen wir mal. Boah. Heilige Scheiße. Er hat tatsächlich Sprengfallen versteckt. Aber da kommen wir jetzt rein. Natürlich Shoreline, wer denn sonst? Shit, die machen das ganze Schiff kaputt. Zumindest das, was noch übrig ist. Würden garantiert Archäologen Millionen für vergeben. Hundertprozentig. Die machen einfach alles platt, die Idioten. Ja, wie komme ich hier weiter? Geht's auch nirgends hoch, oder? Gehe ich mal davon aus, wir müssen nach unten. Und hepp. Ich habe einen Schatz gefunden. Alter. Das nenne ich einen Schatz. Sam. Sam. Alter. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Oh nein. Sam? Entspann dich, er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig, aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Ne,
Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Tja. Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine. Hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für Sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe. Na, das war ja klar. Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Alter! Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Drake, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Mach's gut, Nate. Bin ich sogar da gestorben. Das war sein. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Ja, jetzt geht's ab. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du. So ist richtig. Ja, komm doch, komm doch. En garde. Das Schwert ist noch scharf. Komm. Ausweichen. Parier. Los doch. Oh.
Alter, ich verreck hier noch. Mach ihn doch platt, Mann. Jetzt kommen wir der Sache. Ja, denkst du? Genau, was zur Hölle stimmt denn nicht mit dir? Alter! Alter, ich... Mach ihn doch platt, ey. Was ist denn das Problem? Das könnte etwas wehtun. Boah. Komm schon, Legende. Jetzt mach ihn doch platt. Alter, shit. Bin doch tatsächlich gestorben, ey. Es gibt keine, wirklich keine Folge in dem Let's Play, wo ich nicht wirklich einmal sterbe. Das ist echt krass. Ich raff's aber auch gerade mit dem... Das mit den Tasten ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach mit den Tasten. So, jetzt gehst du drauf, Junge. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich will jetzt meinen Bruder, dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Was ein Arsch. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften... Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Oh. Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist... Schaff's einfach nicht. So ein Mist, Alter, zum zweiten Mal. Ach Gott, bin ich schlecht, ey. Ich gehe in die Geschichte ein als schlechtester YouTuber aller Zeiten. Definitiv. Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts geschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles. Bis auf das. Alter, was stimmt denn nicht mit dem? Das
das alles? Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Oh. Heilige Scheiße. Üble Sache, das. Wir haben es geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Ich muss tun. Vertrau mir. Halt den Kopf und... Nate! Hey! Komm, komm, komm! Bist du okay? Hey! Hey, Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, Eva. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde.
Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Ist er voll? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hä? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das recht. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja,
Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also, was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Haha, jetzt muss man tatsächlich nochmal was machen? Nee, oder? Doch? Ja, wie laufe ich denn? Ach ja, genau, so war das. Sehr stark. Toll, abgestürzt. Gleich beim ersten Mal. Klasse, zum Schluss, zum Abschluss nochmal. Okay, ich bin tatsächlich besser geworden. Achtung. Oh, Mist.
was hinkriegen. Ob wir es tatsächlich noch hinkriegen. Ich wollte jetzt eigentlich zum Schluss so ein schönes Schlusswort sprechen. Aber dann geht's ja hier nochmal voll weiter. Oh, Mist. Ich hab's wieder nicht geschafft. Oh, das war gar nicht ich. Also es war nicht Nathan, so. Wo bleiben die? Haben die jetzt ein Kind? Und einen Hund? Epilog.